bin Keno Fröhlich, 21 Jahre alt, habe meine Ausbildung bei der Stadt Empen beim BEE beim Hauptklärwerk gemacht. Die Ausbildung ist eben halt sehr umfangreich. Die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik hat mir gut gefallen, unter anderem, weil es sehr abwechslungsreich ist. Man hat einmal Aufgaben im Bereich Elektro, dann Aufgaben im Bereich Schlossarbeiten, Metallarbeiten und dann eben halt die chemischen Arbeiten im Labor. Und dann eben halt die Werte beurteilen, die dabei rauskommen. Je nachdem, was dann gerade ist, muss man dann eben halt Maßnahmen treffen. Das Abwasser, was wir hier bearbeiten, kommt eben halt aus dem kompletten Stadtgebiet in Empen. In den ganz normalen Haushalten fällt ja eben halt Abwasser an, unter anderem zum Beispiel beim Kochen, beim Duschen, Baden gehen. Und dieses Abwasser muss eben halt gereinigt werden. Wer darüber nachdenkt, eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik zu machen, dem würde ich empfehlen, dann einfach mal einen Zukunftstag hier zu machen oder mein Praktikum für ein, zwei Wochen. Ich bin froh, dass ich mich für diese Ausbildung entschieden habe.